Flügelschlag vielleicht. Das ist ja nicht so geil gegen Stein. Oh, das ist gut. Das ist aber ganz schön schwach, ey. Naja. Ja, ja. Und für dieses wunderschöne Pokémon setze ich sogar einen Superball ein. Ist das nicht toll? Und so nett. Was? Also, ich glaube, du spinnst. Das war ein Superball. Kann ich das Pokémon wechseln oder geht das nicht wegen Klammergriff? Na super. Oh, was mache ich denn da? Erstauner geht, glaube ich, gar nicht. Und Blutsauger könnte zu heftig sein. Ich mache einfach... Nein, bitte stirb nicht. Na super. Ich werf extra einen Superball und er kommt doch raus. Ey, ich glaube, ich spinne. Das ist ja... Wenn ich jetzt das Pokémon hätte tauschen können, hätte ich mit meinem Bisa-Knosp das einschläfern können und dann hätte ich es noch besser fangen können. Aber nein. Naja, es war eh nur auf Level 13. Wenn du so oben im steinigen Gebirge bist wie hier, stellen Gorilla wie in eine Gefahr dar. Kannst du dir vorstellen, dass dir Felsen auf den Kopf fallen? Das wäre doch einfach unvorstellbar schrecklich. Du scheinst keine Angst zu haben. Soll ein Pokémon Steinhagel erlernen? Nö. Okay, das ist aber auf jeden Fall neu. Mann. Ich bin betrübt. So, hier oben war das, wo ich gedacht habe, das wäre eine Leiter. Ich bin nochmal nach ganz unten. Aber vielleicht finden wir jetzt ein Onix, das... guck mal, zum Beispiel hier ist sogar ein Kleinstein auf Level 15. Das war vielleicht so vorherbestimmt, weil Level 13 ist nicht unbedingt gut. Und vielleicht finden wir ein besseres Onix. Toll, hier ist einfach gar nichts. Wir haben auch noch einen Forscher gesehen. Oder nee, genau, das ist gar kein Forscher, sondern ein Pokémaniac, glaube ich. In dieses Gebiet möchte ich gerne. Da oben, da will ich hin. Vielleicht waren wir da auch schon, ne? Naja. Ist ja egal, wo wir hingehen. Hauptsache, irgendwann kommt ein scheiß Onix hier an. Ja, Onix ist eigentlich... Ich habe ja gesagt, ich will mal Pokémon nehmen, die man nicht so oft im Team hat. Kenne ich den schon? Hier komme ich anscheinend her. Dabei ist Onix eigentlich, finde ich, so ein Pokémon, was man oft hat. Also ich hatte das früher ganz oft im Team. Ja, man hatte immer so das Haupt-Pokémon, dann hatte man einen Tauboss und ein Onix war auch mal dabei. Jedenfalls bei mir so. Was hatte ich noch so? Mir fällt mir jetzt gar nicht ein. Aber ich weiß nicht, Onix, das gehört einfach dazu. Ah ne, genau, das war auch in der nächsten Edition erst, in Gold. Da kriegt man das nämlich getauscht und dann ist das schon ganz schön stark. Oh. Könnte es sein, dass ich mich verlaufen habe? Und da hatte ich das nämlich immer. Aber egal, ich finde, das gehört einfach dazu. Onix ist ein cooles Pokémon, das sich nicht entwickelt. Beziehungsweise jetzt schon, da ist es. Leider nur vom Trainer. Aber... man kann das nur durch Tausch entwickeln, glaube ich. So war das. Mit irgendeinem Mantel oder so und dann tauschen. Das geht schlecht jetzt. Ich habe hier keinen zu tauschen und in dieser Edition geht das ja auch noch nicht mit dem Internet. Außerdem, ich finde das auch so blöd. Das ist ja nur damit sich irgendwer anders das auch kauft und du musst das dann ja tauschen und dann musst du es wieder zurücktauschen und dann hast du es entwickelt. Ich weiß auch nicht. Darum ist es sehr schwer, alle Pokémon zu kriegen. Natürlich könnte ich das jetzt irgendwie cheaten oder so, keine Ahnung. Ich habe aber keinen Bock drauf.
Wir hatten mal mit Johannesbrot, das habe ich auch bestimmt schon mal erzählt, in der blauen Edition alle Pokémon, also 150, aber Mew war sogar dabei. Den hatten wir durch den Sohn meiner Patentante, also mein Patenbruder, nenne ich ihn immer. Der hatte das irgendwie, ganz früher, da war das ja noch ganz heftig, wenn man das hatte. Und es gibt ja irgendwie diesen Trick, dass man Pokémon verdoppelt mit der Box irgendwie. Damit hatte er das ganz oft verdoppelt und uns gegeben. Dadurch hatten wir 150 Pokémon und hätten eigentlich 151 haben müssen. Es fehlt nur noch Electek. Dabei ist es gar nicht so schwer zu kriegen. Also es ist schon selten, aber irgendwo hatten wir einfach keinen Bock mehr. Wir hätten uns das holen können, aber haben es einfach nicht gemacht. Keine Ahnung. Wir waren einfach dumm. Und da konnten wir tauschen. Wir hatten gar kein Linkkabel, haben uns das von irgendwem ausgeliehen. Haben dann, weil wir beide Editionen hatten, Johannesbrot hatte die blaue und ich die rote und haben dann immer getauscht und ja. Aber bei den neueren ist es ja noch schwerer. Da alle Pokémon zu kriegen, das ist schon eine Leistung, wenn man das auch ohne Cheaten schafft. Da habe ich Respekt mit den Leuten, die das schaffen. Diesen Umweg muss ich nur wegen des auf Route 12 schlafenden Pokémon machen. Wir haben es nämlich auch mal mit Rubin versucht. Und das war difficult. Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo ich herkam. Zum Beispiel gibt es im Rubin dieses komische Piranha-Pokémon, das nur ganz selten ist, irgendwie das seltenste Pokémon aller Zeiten, das sich immer in irgendeiner Höhle, in irgendeinem bestimmten Wasser muss man surfen, und da ist das dann immer in einem bestimmten Quadrat und wechselt jede Sekunde woanders hin oder so. So ähnlich. Hier sehr schwer auf jeden Fall. Zeig mir, was du drauf hast. Und bei dem Pokémon haben wir dann auch aufgegeben und keine anderen mehr gefangen. Ich weiß nicht, wie weit wir waren. Und sehr dumm auch, haben wir dann irgendwann den Speicherstand gelöscht und neu angefangen. Obwohl wir da richtig viele seltene Pokémon hatten. Naja, ich erzähle wieder interessante Geschichten. Hä? Was mache ich denn? Oh Mann, was mache ich denn hier? Jetzt finden wir bestimmt kein Onix mehr. Mann, das war aber auch eine Verkettung unglücklicher Zustände, ne? Eine Reihe betrüblicher Ereignisse war das gerade. Mann, und dann ärgern die mich hier und zeigen mir hier dauernd Onixe. Ja, härtner dich doch. Krieg dir gar nichts. Yay. Du bist gut. Danke. Ich werde mit meinem Pokémon trainieren. Wow, der hat echt interessante Texte. Wie komme ich zu diesem Typen, den man da sieht? Ich bin auch ein bisschen gerade orientierungslos, ehrlich gesagt. Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich herkomme. Keine Ahnung. Wenn ich einen Onix gefunden habe, dann benutze ich auf jeden Fall ein Fluchtseil. Auf jeden Fall passt das auch gut in unser Team, finde ich. Haben wir ein Pflanzen-Pokémon, Normal-Pokémon, ein Gift-Pokémon oder was auch immer Golbat ist. Ein Stein-Pokémon. Eine schöne Vielfalt. So, jetzt bin ich einmal hin und her gelaufen. Und trotzdem ist kein Onix aufgetaucht. Ich darf auf keinen Fall die Höhle am anderen Ende verlassen. Weil wenn ich dann nämlich ein Fluchtseil einsetze, dann komme ich da wieder raus. Das wollen wir ja nicht. Hier gibt es auch überhaupt keine Geheimnisse oder so. In den späteren Editionen gibt es dann in den immer so irgendwas, wo man noch nicht hin kann und dann muss man später nochmal zurückkommen. Das ist hier überhaupt nicht. Krass. Krass, krass. Ist das der vielleicht? Ja, ne? Weiß ich nicht. Es ist ja hier auch ein Unterschied mit den Etagen. Also Onix gibt es da nur auf bestimmten Etagen oder auf manchen Etagen häufiger.
Das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Könnte man auch bei PokeWiki oder so nachgucken, aber das will ich jetzt nicht. Ah, ich glaube, hier muss ich nach links. Da war ich noch nicht. Oh, nix. Wo bist du? Ha! Ein Beleber. Das ist doch schön. Wahrscheinlich war's das jetzt, oder? Dann gehe ich nochmal zurück auf die Etage, wo ich das Onyx eben hatte. Wenn jetzt hier nichts mehr ist. Weiß noch jemand, welcher das war? So, was haben wir hier so? Kommt man hier durch eine Leiter rein? Hoffentlich nicht, ey. Ich weiß nicht mehr, wie das aussieht. Scheiße. Wenn das jetzt der Ausgang ist, das kann natürlich sein, ne? Nee. Nee. Ich bin schon mal kurz davor, Schutz einzusetzen. Mann! Ha! Und ich sag noch Mann! Auch Level 13, egal. Diesmal aber. Flügelschlag. Wenn das jetzt nicht klappt, ey. Oh. Und... Aha. Ist wieder genauso. Ich versuch's trotzdem. Da muss das klappen, man will nicht alle Pokebälle aufbrauchen. Mann, warum ist denn das so schwer zu fangen, ey? Nein! Hätte ich mal vorher das Pokémon gewechselt. Geht das auch irgendwann wieder weg, der Klammergriff? Hoffentlich, ey. Ich kann jetzt, also Blutsauger brauche ich nicht machen, dann stirbt das. Verschwende ich lieber alle Pokebälle. Und hoffe, dass irgendwie der Klammergriff irgendwie aufhört. Ich weiß nicht, ob das geht. Ich hätte vorher das Pokémon wechseln sollen. Ich hab's noch gedacht und dann dachte ich, ach egal. Neun Pokébälle, ey. Warum ist das denn so schwer zu fangen? Das verstehe ich überhaupt nicht, ey. Mann, der soll weg, der Klammergriff. Ich will mein Pokémon wechseln. Oh, ich bin so schlecht. Ja, schrei doch rum. Kann jetzt nicht irgendwie stehen, Klammergriff hat aufgehört? Wahrscheinlich geht das gar nicht, ne? Ich glaube, das hört nie auf. Ich werde jetzt meine ganzen Pokébälle verschwenden. Ich wusste es doch. Warum habe ich das Pokémon nicht gewechselt? Ich hasse mich gerade. Ja! Wurde von Klammergriff befreit. Kröte, ich brauche dich. Ja, das ist jetzt egal. Haha. Well now, we call this the active mating. Jetzt schläfern wir das ein. Wenn es nicht daneben gehen würde. Dann ist die Chance noch sehr erhöht, es zu fangen. Und dann muss ich es eigentlich schaffen. Das hat ja nicht mal im Superball funktioniert, ey. Krass. Und der eine Typ hat ja gesagt, hier gibt es Marshawks. Dass wir denen auch nicht begegnet sind. Sehr verrückt. So. Das muss jetzt einfach klappen. Scheiße, ey. Vielleicht hätte ich mir im Supermarkt Superbälle kaufen sollen. Wahrscheinlich sind die jetzt einfach an der Zeit. Mann, jetzt ist das noch schlechter als vorher, obwohl ich es eingeschläfert habe. Willst du mich verarschen? Okay, ich habe noch eine Idee.
Ne? Ich schläfe es erst ein. So. Und jetzt wechsle ich das Pokémon zu Polente. Haha. Solange es schläft, setze ich diese ultraschwache Attacke Schnabel ein. Zum einen ultraschwach, weil Polenta auf Level 6 ist und zum anderen, weil Flug gegen Stein nicht sehr effektiv ist. Haha. Und jetzt könnte es schon besser klappen. Nochmal traue ich mich nicht. Mann! Kann doch nicht sein. Ich verstehe das nicht. Ich habe nur noch 3 Pokébälle. Scheiße, ich brauche anscheinend Superbälle. Ey, guckt euch das doch mal an. Ja. Ich habe nur noch 2 Pokébälle. Ich mache jetzt nochmal Schnabel und wenn das nicht klappt, dann... Schade. Ja. Ein Volltreffer, danke. Ja, dann hoffe ich, dass es im Supermarkt Superbälle gibt und dann kann diese Scheißsuche spezielle Erfahrungspunkte übrigens, weil es getauscht ist. Super, ey. 2-mal gefunden und keinmal gefangen. Ich bin sehr betrübt. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Jetzt, hat mich die Motivation verlassen. Ja, ja. Aber ich gucke vorher nach Superbällen. Das will ich vorher wissen. Weil wenn es da keine gibt, dann verstehe ich nichts mehr. Also, das war früher auf keinen Fall so. Ich hatte immer ein Onix. Ich habe das einfach gefangen mit einem Pokéball, mit gelber Energie. Warum ist es plötzlich so schwer, ein Onix zu fangen? Was man nicht alles tut für eine Schlange aus Stein. Hallo? Superball. 72. Nein. 19. Ich wollte eigentlich 20, aber zu früh gedrückt. So, und jetzt können wir nächstes Mal schön weitersuchen. Vielleicht mache ich das auch ohne euch. Nee, oder? Weiß nicht, wollt ihr das sehen? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Aber vielleicht höre ich auch einfach nicht auf euch. Mal sehen. Auf jeden Fall beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Mit oder ohne Onix. Und dann erkunden wir auch mal die süße kleine Stadt Lavandia. Und ich erzähle die interessante Geschichte über dieses Lied. Also, bis dann.